Ho, ho, ho! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Landwirtschaftssimulator 17 im Singleplayer. Ja, es ist passiert. Viele haben sich jetzt gefragt, warum, Werner, warum hörst du dich anders an? Werner, warum war gestern keine Folge? Ist alles kein Problem. Klären wir alles gleich. Aber als allererstes muss ich euch sagen, Sifi macht man nicht mehr. Warum? 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 Bitte abwarten. Ich erkläre es. Wenn ihr das gehört habt, würdet ihr auch sagen, ja, Werner, hast du recht. Dann ist es vollkommen okay. Ich werde euch das sagen, warum. Aber ich möchte zuerst sagen, wo wir sind. Und zwar sind wir auf der Losberg vom, ich hoffe, sie heißt Losberg, die rausgekommen ist vom Nichols von Vertex Design von, ich weiß nicht, wer da noch alle dabei ist. Wir sind übersiedelt. Das heißt, deswegen wird es auch von der Folgenkategorie her weitergehen, weil ich habe den Spielstand mitgenommen und ich werde das so machen, alles, was unter den gleichen Spielstand fällt, wird auch im Let's Play fortgeführt. Das heißt, wir finden hier genau die gleichen Maschinen, die wir auf der Sifi hatten. Wir finden hier genau die gleichen Tierstand oder die gleiche Stückstall ist auch ein gutes Wort, Stückzahl, die wir im Stall hatten. Und ich zeige es jetzt einfach mal. Wer die Map noch nicht gesehen hat, es ist die erste Map, die direkt über Mod Hub zum Download ist. Ich muss euch aber ehrlich sagen, ich habe sie separat runtergeladen und habe sie dann in den Mod runtergeschoben, weil direkt im Ingame-Menü über Mods war sie einfach so unglaublich lahm beim Runterladen. Das ging nicht. Ich habe sie runtergeladen, dann in den Ordner geschoben. Geht auch. So. Vielleicht die ein oder anderen von euch werden diese Map kennen. Das ist auch die Map, die der liebe Gorse LP der Guten und noch zwei, drei andere im Charity-Stream gemacht haben oder gezeigt haben. Und ja, was soll ich jetzt noch gerade großartig sagen? Ich finde die Map wirklich sehr, sehr geil. Ich finde sie wirklich sehr, sehr idyllisch. Es ist einfach sehr, sehr stimmig hier. Es sind sehr viele neue Objekte, sehr viele neue Gebäude hier drin. Ich habe euch gesagt, ich nehme alles mit. Das habe ich gemacht und ich möchte euch jetzt zeigen. Moment, wir machen das anders. Ich gehe jetzt eine kleine Runde. Werde aber im gleichen Atemzug sagen, warum Sifi nicht mehr. Und zwar ist es so. Sifi, ich habe das auch schon heute Morgen schon im Bindelbach-Projekt ein bisschen angekündigt. Ich zeige euch jetzt mal die Geräte, die wir hier haben. Nur damit ihr wisst, dass ich alles mitgenommen habe. Wenn ich irgendwas vergessen habe, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde es nachreichen. Bitte, bitte, bitte. Und dann machen wir das gleich mit der Stimme, mit dem Mischpult, mit dem neuen. Heute haben wir einen großen langen Zettel. So wie die Wunschliste des Weihnachtsmanns. So kann man es ungefähr sehen. Zum Thema Sifi. Alter, sieht das geil aus. Sifi ist ja eine umgebaute Standardkarte. So, ist ja auch mega geil. Wirklich, habe ich nie was gesagt. Ich bin wirklich sehr froh gewesen, dass die Sifi dann kam und ich auf das Sifi gespielt habe. So, ne? Das muss man einfach so sagen. Aber man muss auch sagen, dass ich als einer der wenigen Auserwählten war, der offizieller Preview-Partner von Giants wurde. Das heißt, ich habe LS schon etwas früher spielen können, als wie einige andere oder wie sehr viele andere. Was ich mega cool finde. Davon abgesehen jetzt mal. Aber es ist einfach so, dass ich jetzt 70 Folgen auf der Gold Crest Rally Sifi gemacht habe. Ich habe mit anderen das YouTuber-Projekt gemacht, das Wild Farming-Projekt auf der Standardkarte. Wir haben das Force-Projekt wieder begonnen mit Sachsen-Netzwerk, mit Tino, mit Freezy auf der Standardkarte. Ich habe einfach die Standardkarte, die hängt mir bis hier oben raus. Ich muss es wirklich sagen, ist eine geile Map, aber wenn du das so oft gespielt hast und so intensiv wie ich, dann glaube ich, wärst du auch der Meinung, jo Werner, verstehe ich. Dass du mal was anderes sehen möchtest, verstehe ich. Deswegen, die Bindelbach ist eine mega geile Abwechslung für morgens, aber im gleichen Abzug möchte ich halt noch was anderes haben, wo ich ein bisschen andere Spielweise einschlage, deswegen hier eben die Losberg. So, jetzt kommen wir aber zu den Sachen, die ich mitgenommen habe. Hier stehen einige Big Bags rum, die standen hier schon, ich wollte jetzt nicht entfernen. Wir hatten ja einiges in den Sämaschinen an Füllständen, sogar das habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe wirklich alles aufgeschrieben, echt alles. Könnt ihr mir wirklich glauben, ich habe echt alles aufgeschrieben. So, jetzt geht dann los hier.
Und zwar, hier haben wir unseren Ballenwagen vom BM-Modding. Den hatten wir, könnt ihr nachgucken, in der letzten Stiffy-Folge. Den hatten wir definitiv. Wir hatten den Kramer, gleiche Ausführung. Wir hatten, hier sind die Geräte, diese, vielleicht sind die Farben anders, das kann sein. Aber die Geräte sind auf alle Fälle da. Zu den Gebäuden, zu der Map kommen wir später nochmal genauer. So, dann können wir hier, wenn jetzt hier, ne, momentan heute nicht, aber wenn jetzt hier Schnee fällt und wenn es wenig ist, dann machen wir einfach zu und gehen einfach mal in die andere Halle rüber. Aber über diese Tür hier, geht ja auch. Oh, das geht gleichzeitig, läuft. Hier steht eine Frontlader-Konsole mit einer Poltergabel. Und wo machen wir hier weiter? Wir machen zuerst hier rechts weiter. Und zwar haben wir auch eine Türe. Und hier haben wir drinnen den Striegel, den wir hatten. Wir haben hier drinnen so gut wie alle Maschinen für die Bodenbearbeitung. Das heißt, wir haben hier einen Grubber. Wir haben hier einen Pflug. Wir haben hier diese Sämaschine für Mais und so gedöns. Und wir haben die, unsere Rapid 600S. Das heißt hier, das ist echt alles... Wir hatten das auf der Stiffy und das habe ich mitgenommen. So wie ich das gesagt habe. Ich habe ein paar von euch geschrieben, Werner, wenn du umziehst, dann nimm wirklich alles mit. Und das habe ich gemacht. Der Krüger Agoliner, ihr kennt ihn alle, ist auch am Start. Unser Fan, da, zu der Bürste sage ich gleich was, zu dem Fan 720, den haben wir gehabt, mit der Frontlader-Konsole. Die Bürste ist neu, die habe ich mir gegönnt. Seid mir bitte nicht böse, aber es sieht einfach so mega kacke aus. Ich habe hier alles eingefahren, ne? Jedes Gerät hingestellt und der Weg war einfach komplett voller Reifenspuren. Deswegen bin ich mit dieser wunderschönen Bürste drüber gefahren. Dann glänzt das wieder so schön. Deswegen, die habe ich mir einfach gegönnt. Die kostet auch nicht viel. Das ist die einzige Neuerung. Eine kleine schöne Bürste. Ne? Mega geile Bürste. So, unser Fan-Drescher, der 7275L. Wir haben hier das große Förderband, wir haben das kleine Förderband. Wir haben hier hinten das IT-Runner-Segment, möchte ich schon fast sagen. Das heißt, mit IT-Runner, Zweiachs. Wir haben hier diese Plattform mit den Gurten drauf und wir haben diese Mulde in der gleichen Farbe, wie es gewesen ist. Wir haben natürlich den MB-Tag, der darf natürlich nicht fehlen. Unser Josken-Anhänger, den hatten wir auch. Und dann haben wir noch hier eine Halle und zu dieser Halle hier muss ich was sagen. Und zwar ist es darum, ich nutze diese Halle anders. Dass die Halle wäre gedacht, dass man rückwärts reinfährt, das Ding abstellt und wieder rausfährt. Habe ich jetzt so nicht gemacht, weil da wäre mir die Halle zu klein gewesen. Das heißt, sie wäre zu lang für mich. Deswegen habe ich das jetzt so angeordnet. Das heißt, man fährt jetzt nur zentral über diesen Eingang hier rein und holt sich dann, was man benötigt. Finde ich auch eine geile Alternative. Ein Frontlader, eine Rundballpresse, ein Bretal Düngerstreuer, ein Mähwerk von der Firma Pöttinger. Wir haben hier natürlich das Einstreugedöns, wir haben das Futtergedöns, der Tiertransportwagen und das Josken Wasserfass. So, da haben wir schon wirklich sehr viel abgedeckt, ne? Also ich habe wirklich, ihr seht es, ich habe wirklich einiges mitgenommen. Natürlich hier unser Steier, unser Case. Was habe ich vergessen? Glaube nichts, das war es eigentlich. Wir hatten echt nicht so viel, muss ich wirklich sagen, aber es war halt sehr viel Arbeit, das alles einzurichten und das so hinzustellen. Unser Schneidwerkswagen plus der Capello-Aufsatz steht auch hier. Das hat alles seinen Platz wieder gefunden hier auf dieser wunderschönen Map. Ich habe mir erlaubt, ich hoffe, es ist in eurem Interesse gewesen, zwei, drei Felder zusätzlich hinzuzufügen. Das heißt, fast alles um den Hof gehört uns. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Felder. Wir hatten gehabt 5 oder 6 Felder, glaube ich, plus das Grasfeld. Es ist sehr viel Gras hier und es waren ein paar Felder schon von Anfang an. Deswegen habe ich da einfach mal 2, 3 mehr mitgenommen. Ja, wir haben Geld. Wir haben 31.000, das habe ich mir umkalkuliert oder umgerechnet. Das dürfte plus minus 0,5 Euro sein. Also das stimmt ziemlich genau vor dem, was wir noch hatten. Und vor dem, ich hatte ja auch sogar gerechnet, das, was ich angesehen hatte, hatte ich mir auch nochmal umgerechnet. Also ich habe wirklich versucht, alles mitzunehmen. Wir haben, hier ist unser Wohnhaus. Hier sind unsere Hühner. Oh, Eier hat also auch schon ein paar da. Natürlich hier einen Kercher haben wir natürlich. Wir haben mehrere Kercher. Ich habe die anderen nicht gefunden, muss ich ehrlich sagen. Aber wir haben das auf alle Fälle. Ich gehe jetzt extra langsam, damit ihr ein bisschen diese Map kennenlernt. Gebt der Map bitte eine Chance. Unbedingt. Sie ist wirklich sehr, sehr cool. Ich laufe hier mal ganz schnell hoch. Wahrscheinlich wird es jetzt verpixelt des Hasses, aber das nützt nun mal nichts. Da müsst ihr jetzt einfach durch. Ich habe... Moment, ich kann das anders machen. Schafe. Besuchen. Wir haben unsere Schafe hier auf diesem schönen Fleckchen. Die habe ich alle mit rübergenommen. Genauso wie so viele, wie es waren. Das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Schafe. 10 Stück Schafe hatten wir gehabt und 72 Stück Schweine. Also die haben hier alle, ne? Moin. Was ich noch nicht gemacht habe, das wollte ich aber, das war absichtlich, das wollte ich gemeinsam mit euch machen.
Die Tiere müssen gefüttert werden und es muss Stroh angestreut werden und so weiter und so fort. Das wollte ich mit euch gemeinsam machen, aber guckt euch mal das Panorama hier an. Das ist ja wohl möglich. Also, ohne Witz, das ist schon mega cool, wie ich finde. Deswegen habe ich mir gedacht, yo, da glaube ich, seid ihr meiner Meinung, ich hoffe es zumindest, das ist echt eine wirklich coole Map, eine sehenswerte Map und die können wir auf alle Fälle spielen. Da war ich der Meinung, das können wir auf alle Fälle so unterschreiben. Das möchte ich auch zeigen. Die Schweine möchte ich euch zeigen. Ich glaube, wir werden halt gar nichts mehr arbeiten. Ich zeige euch nur mal Sachen. Wir haben hier, das ist die BGA. Was ist hier drin? Ach, das habe ich gar nicht gewusst. Die sind im... Ah. Also, es sind alle Walters, Leos und Richies alle da. Ne? Hier muss Stroh rein. Das weiß ich. Hier muss Stroh rein. Das werde ich auch demnächst machen. Oh, ich glaube, ich wollte... Ja, okay. Das heißt, hier ist BGA und Schweinestall in dem einen. Habe ich gar nicht gewusst, aber finde ich eine geile Sache. Ja, und dann jetzt noch eine Sache, die ich jetzt etwas für mich bequem gelöst habe. Vielleicht ist es für euch nicht die beste Möglichkeit oder die beste Chance, aber ich habe sie für... Nice. Für mein Befinden habe ich es relativ gut gelöst. Und zwar das Thema, Stroh. Und das Thema Silage. Ich hatte ja im Silo sehr viel Silage drin. Das habe ich nicht in Geld gemacht, sondern ich habe das mitgenommen. Aber auf eine andere Art und Weise. Das heißt, ich zeige euch jetzt beim Stroh das gleiche Spiel. Ich habe Stroh mitgenommen, aber auf eine andere Art und Weise. Und zwar seht ihr es da schon. Ich habe mir... Ich sage jetzt einfach mal so. Ich habe das pressen lassen, das Ganze. Und deswegen haben wir hier stehen noch Ballen rum. Das heißt, diese Menge, die hier steht, ist genau diese Menge, die wir auch im Lager hatten. Das heißt, wir hatten sehr viel Stroh. Das wisst ihr, die ganze Halle war voller Stroh. Das Einzige, was nicht mehr da ist, ist das Gras, weil das war für mich nicht anzeigbar, wie viel das war. Deswegen habe ich es einfach jetzt gelassen. Wir haben hier Silage. Das sind ungefähr, ich glaube, 16 Silageballen. Das dürfte genau die Menge sein, die da im Silo drin lag. Ne? Auf diese Art und Weise kann ich es mitnehmen, sonst kann ich es nicht mitnehmen. Deswegen, ich hoffe, das ist okay. Glaube aber schon. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich glaube, nichts. Ich werde jetzt noch einmal ganz kurz über die Map fahren. Das heißt, der richtig aktive erste Tag, Arbeitstag, wird erst morgen sein. Bitte verzeiht mir das. Aber noch ein ganz kleines, kurzes Wort zum, wenn jetzt jemand sagt, weil das hört sich anders an. Ich habe auch gestern, also gestern war echt ein heftiger Tag für mich, mir noch ein, also ich habe das schon letzte Woche bekommen, ein neues Mischpult. Weil das alte war einfach nicht mehr so, weiß ich nicht. Wenn dich etwas stört, ne, dann merkst du das einfach und du, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Du hast ein Auto. Du hast eine Mickey Maus kleine Delle an der Seitentür. Wenn du aussteigst, du wirst immer auf diese Delle gucken. Und genauso war das bei mir. Ich hatte im Mischpult, das nicht mehr ganz ordentlich lief. Und ich habe diesen Fehler gehört. Ich habe ihn wirklich gehört. Andere sagen, Werner, du hast einen Knall. Das ist vollkommen okay. Aber ich habe diesen Fehler einfach gehört und ich musste einfach was Neues haben. Und ich kann wirklich über dieses Mischpult sehr viele Sachen machen, die ich schon lange machen wollte. Ich kann sehr viele Sachen steuern über das Mischpult, ohne jetzt irgendwie über Windows Sounds zu gehen. Ich könnte mehrere Kopfhörer anschließen, ich könnte mehrere Mikrofone anschließen und so weiter und so fort. Also das nur ganz kurz darum. Wer es bei Amazon angucken möchte, es ist ein Behringer Xenix QX1204. Also ein Behringer QX1204. Wenn ihr das bei Amazon eingibt, werdet ihr sehen, es ist schon einigermaßen groß, aber es macht einfach mehr sehr viel Spaß, mit den Dingen zu arbeiten, sagen wir mal so. Und deswegen habe ich mir das gekauft. Und das eben, Verkabelung und so weiter, hat ein bisschen gedauert, deswegen fahren wir nicht. Junge. So, aussteigen. Aussteigen. Alter, steig jetzt aus. Achso, das war nicht GTA. Okay, sorry. Gut. Ich glaube, ich werde es aber heute hier an dieser Stelle auch belassen. Ich möchte jetzt gar nicht rumfahren. Das Problem ist, wenn ich jetzt rumfahre, ne, dann möchte ich was machen. Und das möchte ich mir, diese Vorfreude möchte ich mir für morgen aufbehalten. Weil die Map kann auf alle Fälle was. Seid gespannt auf morgen. Da geht es dann so richtig los mit den Arbeiten. Ich habe das hier noch gar nicht gesehen. Ne? Das sind alles noch unberührte Sachen, die ich noch nicht angeschaut habe. Ja, ich hoffe, der Mapwechsel ist für euch okay. Mir macht sehr viel Spaß hier.
wirklich sehr, sehr viel Spaß. Also es ist wirklich wieder so ein neues, neuerliches Feuer, wenn man das so sagen kann. Und morgen geht es dann ganz normal mit dem Let's Play weiter, das heißt mit einfach der nächsten Folge, wo wir dann aktiv auch was arbeiten werden. Gut, liebe Leute, ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, den Daumen nach oben da lassen, würde mich extrem freuen. Auch gerne Feedback zur Map. Wenn ich was vergessen habe, schreibt mir es gerne in die Kommentare. Auch gerne Feedback zum Mikrofon. Das würde mich natürlich noch ein bisschen mehr interessieren, ob ich da noch was machen kann. Ich kann sehr viel machen auf diesem Mikrofon, auf diesem Mischpult vor allem. Das Mikrofon ist das gleiche. Sorry, ich habe das falsch gesagt. Das ist nur das Mischpult, das anders ist. Und dann sehen wir uns alle zusammen morgen in alter Frische, hoffentlich um 16 Uhr wieder zu einer weiteren Folge auf der Losberg. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao.